Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für September 2024. Und diese Kartenlegung ist für alle, die unter den Sternzeichen Löwe geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gut geht und ich freue mich, mit euch heute hier sein zu dürfen. Wir schauen gleich gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten für diesen schönen Monat September. Und die erste Karte, das ist eure Thema. Sechste Kelch. Das, was behilflich sein wird oder im Weg steht. Zehn der Münzen. Euer Bewusstsein. Fünf der Stäbe. Euer Unterbewusstsein. Sechs der Schwerter. Die Vergangenheit. König der Kelche. Die nahe Zukunft. Zehn der Schwerter. Eure Energie. Zwei der Stäbe. Äußere Energie, vierte Kelche, die Hoffnungen oder Ängste, neunte Stäbe und die letzte Karte für die Zukunft, die Welt, sehr schöne Karte. Okay, dann haben wir unsere Hauptkarten. Die sechste Kelche, das ist eine Karte, die zeigt Vergangenheit, eine Reise in Vergangenheit. Man erinnert sich an schöne Momente, an wichtige Momente. In diesem Monat wird ja auch an irgendwelche für euch bedeutende Momente sich erinnern. Und das natürlich hier eine Verbindung hat mit diesen 10 Münzen. Und die 10 Münzen, wie man hier sieht, das ist eine Karte von finanzieller Sicherheit. Vielleicht wird ihr eine Reise in die Vergangenheit machen und schauen, wie habe ich angefangen? Wie habe ich angefangen aufzubauen mein Leben, meine Sicherheit? Wer hat mir dabei geholfen? Weil hier die 10 der Münzen zeigt Zufriedenheit, zeigt, dass einem etwas gelungen ist. Und in Vergangenheit, diese Karte, das ist die Karte für Vergangenheit hier, ja. Das ist eine Reise in Vergangenheit hier, ja. Das ist euer Thema in diesem Monat. Aber hier haben wir die nahe Vergangenheit, den König der Kelche. Und dann sehen wir, dass ihr habt in dieser ganzen Sache einen Helfer gehabt. Jemand, der hilft. Bereit war, jemand, der euch sehr viel hier geholfen hat, jemand, der auch Gefühle für euch hatte. Ja, das muss nicht unbedingt Partner sein oder Partnerin, das könnte auch ein ganz, ganz positiver Mensch sein, vielleicht ein Familienmitglied oder ein guter Freund. Auf jeden Fall, diese Person hat euch geholfen zu diesem Zustand. Und ihr werdet euch wahrscheinlich an diese Person in diesem Monat auch erinnern. Das war jemand sehr, sehr wichtig für euch. Jetzt gucken wir. Vielleicht wird diese Person wiederkommen in euer Leben. Vielleicht wird ihr auch mit dieser Person sich wieder treffen. Oder einfach, das werden die Erinnerungen sehr präsent sein. Wir gucken mal. Ritter der Stäbe, Königin der Stäbe. Die Stäbe, also Feuer. Ist sehr präsent. Ich sehe hier, dass man engagiert wird in einem Austausch mit einer Person, positiven Austausch, gerechter Austausch. Man möchte eventuell einer Person etwas zurückgeben. Kann ich mir vorstellen, dass ihr wird in diesem Monat sich an jemand erinnern und ihr wird das Gefühl haben, ich bin jemandem etwas schuldig. Dieser Mensch hat mir damals geholfen, jetzt stehe ich gut da, jetzt habe ich die 10 der Münzen erreicht, jetzt bin ich die Königin der Stäbe, jetzt kann ich hier präsent sein, jetzt kann ich dem Mensch wieder, der mir geholfen hat, in dem Fall König der Kelche, jetzt etwas zurückgeben. Eure Bewusstsein, wir sehen hier Konflikte und man wird ja gebremst. Vielleicht habt ihr mit dieser Person auch
kein guter Kontakt. Vielleicht seid ihr ja nicht in guten auseinandergegangen. Und jetzt das Ganze bremst euch, an diesem Mensch zu kommen, Kontakt aufzunehmen, diese Freundschaft, diese Bekanntschaft aufzubauen. Kann ich mir vorstellen. Oder es kann sein, dass irgendwelche Menschen euch im Weg stehen, um einfach hier diese gerechte zurückgeben zu wagen, ja, zu wagen. Weil hier sind wir, ihr traut euch noch nicht. Ja, man denkt, man hat irgendwelche Gefühle, man hat irgendwelche Pläne, aber ist man sehr alleine dabei. Sechs der Schwerter, das ist euer Unterbewusstsein und hier sind wir Entschlossenheit. Man möchte sich hier trauen, man möchte Frieden schließen, zwei der Schwerter. Man möchte sich einsetzen, um diesen Frieden zu erreichen, aber man fühlt sich auch allein mit dem Ganzen. Ja, man hat keine Unterstützer. Man hat damals diese Unterstützer gehabt und irgendwie ist etwas aus dem Bann geraten, vielleicht durch einen Konflikt oder wie gesagt, durch andere Menschen. Und heute seht ihr das mit total anderen Augen, diese Situation, die damals passiert ist. Wenn man so heiß in eine Situation drin steckt, dann kann man manche Sachen nicht realistisch sehen und nicht nüchtern betrachten. Erst nach einem gewissen Zeitabstand, man sieht, ja, da habe ich Fehler gemacht. Dieser Mensch hat das wahrscheinlich nicht so gemeint und so weiter. Oft machen wir diese Fehler, dass wir uns einfach zu viel konzentrieren auf unsere Emotionen und wir handeln durch diese Emotionen und wir betrachten diese ganze Situation nicht nüchtern und nicht einfach mit so einem Abstand. Ja? Dieser Abstand kommt erst dann mit der Zeit und dann kann man die Situation mit anderen Augen sehen. Und man sieht hier diese Entschlossenheit, man hat so ein Gefühl im Herzen, ich weiß, was ich will, ich möchte das vorwärts bringen, ich möchte hier mit dieser Person in Kontakt zu treten, ich möchte Frieden schließen, ich würde sehr gerne dafür kämpfen, aber ich fühle mich alleine mit dem Ganzen. Vielleicht auch ein bisschen Angst steckt drin, dass dieser Mensch wird euch das nicht erwidern. Ja, dass diese Person wird sich nicht versöhnen wollen oder in den Kontakt treten wollen. Ich kann jetzt hier nicht unbedingt sagen, dass hier ein großer Streit war, vielleicht nur ein Missverständnis oder wie gesagt, man hat diese Situation damals anders betrachtet als heute. Hier sehen wir äußere Einflüsse und das könnte natürlich diese Person sein, Pferdekelche. Dieser Mensch ist nicht glücklich mit dem, was heute da ist. König der Münzen, das Gericht und die Herrscherin. König der Münzen zeigt, dass man im Leben eine gute, starke finanzielle Position erreicht hat. Vielleicht mit der Zeit hat dieser Mensch tatsächlich sich sehr aufgebaut, ja. Nicht euch nur geholfen hat, sich aufzubauen, aber sich selbst auch gut aufgebaut. Also ist nicht aus dieser Situation arm rausgegangen, nur mit gewissen finanziellen Vorteilen. Aber wir sehen hier, dass diese Person macht sich auch Gedanken. Ob das richtig war, ob das gut war, das Ganze, wie das gelaufen ist. Und natürlich mal diese Person sieht auch die Veränderungen, die in ihm oder in ihr selbst durch diese Situation gekommen sind, durch diese Erfahrungen, die man damit bekommen hat. Dieser Mensch hat sich verändert. Was ich auch vorher gesagt habe, mit dem Zeitabstand sieht man die Dinge total anders. Und dann sind wir die Herrscherin. Die Herrscherin, das ist eine sehr positive Karte, hat viele Bedeutungen.
Die Karte zeigt Familien, Angelegenheiten. Diese Karte könnte natürlich auch zeigen Gutmütigkeit, gute positive Gefühle. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Person möchte souverän jetzt kommen und das ja sich anbieten, wie etwas Positives mit euch was Gutes, Positives aufzubauen. Vielleicht geht hier um Familien, Gelegenheiten, Familiensachen, ja. Und kann ich mir vorstellen, diese Kaiserin zeigt natürlich auch sehr positive, sehr mütterliche, kann man auch so sagen, Gefühle, also positive Gefühle. Und wir sehen, dass dieser Mensch ist euch gegenüber sehr positiv angestellt, ja. Und ich sehe, bei euch kommt das Gleiche und das so, wie das manchmal in Filmen gibt, ja. Die eine Person sitzt und denkt und die andere sitzt und denkt, aber irgendwie die trauen sich beide nicht, ein Gespräch oder einen Kontakt aufzubauen. Die neunte Stäbe sind wir, das sind eure Hoffnungen oder Ängste, ich würde sagen, die Hoffnungen eher, dass die Verletzungen, die damals passiert sind, diese Probleme, die damals passiert sind, die sind ja schon geheilt. Das ist Schnee von gestern. Und man könnte jetzt mit dieser neuen Erfahrung, die man hier gewonnen hat, wieder sich öffnen für was Neues. Man hat selbst gelitten, aber wahrscheinlich man hat den anderen auch irgendwelche Leid zugefügt. Und jetzt mit diesem Zeitabstand kann man an diese Sache anders drankommen. Zehn der Schwerter und die Welt. Und wir sehen, dass man aus dieser Zehn der Schwerter, aus dieser schwierigen Situation, aus dieser vielleicht unerklärten Situation, die euch irgendwie doch belastet hat, ja, vielleicht hat man das nicht so wahrgenommen, aber irgendwie war etwas in eurem Leben nicht geklärt mit einer Person und wir sehen, dass ihr werdet aus diesem Zustand rausgehen in die Zustand, die hier sind ja die Welt. Die Welt natürlich öffnet die Chancen, öffnet die Toren für einen Neuanfang, für was Neues, für was Positives. Und so wie das im Leben ist, wir haben verschiedene Phasen. Manchmal müssen wir auch solche Phasen erleben, die nicht so positiv waren, um sich die Chance dann zu geben, für was Neues, Neuanfang zu wagen. Die Welt zeigt auch Reisen zum Beispiel. Es kann sein, dass ihr wird auch euch trauen, vielleicht zu so dieser Person zu reisen oder einfach diese Person besuchen oder andersrum. Ja, auf jeden Fall, wir sehen hier Bewegung, wir sehen hier irgendwelche Entscheidungen in die Richtung, ich möchte einen riesigen Schritt machen in meinem Leben, um etwas klarzustellen oder wie gesagt, um jemandem das zu geben, was ihm zusteht, ihm oder ihr. Die Kraft haben wir, acht der Stäbe und dann haben wir die Königin der Kelche. Sehr gute Karten. Die Kraft zeigt natürlich Ausgeglichenheit. In die Ruhe liegt die Kraft, in die Balance liegt die Kraft. Man wird wahrscheinlich sich in diesem Monat, in diesem Moment sich sehr stark fühlen. Ausgeruht kann man so sagen oder zu beruhigt fühlen, um einfach diese Sache anzugehen. Ja? Vielleicht in Vergangenheit habt ihr Angst gehabt oder Zweifeln, wie man hier sieht, die zweite Stäbe, man traut sich hier nicht, man hat Angst von Konflikten und so weiter. Und hier sehen wir, da kommt diese Ruhe, da kommt diese Entscheidung. Und dann sehen wir achte Stäbe, also Nachrichten, Treffen, Austausch mit den anderen, positiven, plötzlich. Vielleicht wird ihr euch auch spontan entscheiden und sagen, jetzt oder gar nicht. Oder ich traue mich oder ich lasse das sein.
Und dann kommt zu dieser Begegnung, dann wird man einfach, kann man sozusagen Sachen packen und sagen, ich fahre dorthin und ich klinge einfach und dann schauen wir, wie das weitergeht. Zum Beispiel, ja, natürlich, man könnte hier auch was anderes sich vorstellen, aber wir sehen die Welt, man traut sich einfach jetzt einen riesigen Schritt zu machen in diese Sache, ja, wo man dann damals sich nicht getraut hat. Und dann die Königin der Kelche, wieder so eine sehr schöne, positive Karte, die zeigt diese schönen Emotionen, diese Einklang, diese Balance in eurer Herzen. Das ist eine Karte, die zeigt natürlich Gefühle. Man wünscht sich Frieden. Man wünscht sich, hier sehen wir auch diese Frieden hier in der zweiten Schwerter, das ist eine Friedenskarte. Man wünscht sich ja Frieden im Herzen. Und um diese Frieden im Herzen zu bekommen, muss man natürlich diese alten Sachen auch endlich erledigen. Man muss vielleicht alte irgendwelche Schulden bezahlen, ob das emotionelle Schulden waren oder finanzielle Schulden. Man muss ja jemandem etwas zurückgeben. Ansonsten wird ihr diese Balance nicht bekommen. Deswegen, ich denke, ihr werdet in diesem Monat eine Entscheidung treffen, um hier in ein Gespräch zu kommen. Achte Stäbe, wir sehen hier diese Austausch, Kommunikation plötzlich positiv und dann wird alles heile Welt sein, meine Lieben. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das so kommen würde, weil diese Person, ich denke, wartet auch darauf. Ja, wartet auch darauf. Und das könnte für euch beide wirklich sehr, sehr schön sein und sehr befreiend sein. Deswegen, ja, manchmal muss man über eigene Schatten springen und sich trauen. Und ich denke, ihr werdet diesen Monat auch was tun. Ich wünsche euch einen guten Monat, einen positiven Monat. Passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.